Liebe Zuschauer, das ist unser Ausblick auf die kommende Börsenwoche. Es geht jetzt um die Handelstage vom 19. bis zum 23. Februar 2018. Und ich habe wieder für Sie die allerwichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten zusammengestellt, die auf der Agenda stehen. Schauen wir mal in den Montag hinein. Um 0.50 Uhr schon in der Nacht, da müssen Sie ganz früh aufstehen, kommt die Handelsbilanz aus Japan mit den aktuellen Angaben zu Exporten und Importen im Land der aufgehenden Sonne. Quartalszahlen kommen am Montag unter anderem von Bertrand. Dann haben wir am Dienstag um 11 Uhr den ZEW-Konjunkturindex im Programm. Auch dieser Datensatz wird von den Marktteilnehmern immer mit besonderem Interesse verfolgt. Dann kommen Quartalszahlen am Dienstag von Covestro, von der Deutschen Börse, von Home Depot, von Walmart und einigen anderen mehr. Am Mittwoch um 9.30 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index vom Market-Institut. Übrigens nicht nur für die Industrie, wie hier auf der Tafel aufgeführt, sondern auch für den Dienstleistungssektor und den Composite-Index, der Dienstleister und Industrie zusammenfasst. Dann haben wir um 10 Uhr am Mittwoch auch nochmal die Market-Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone im Programm. Auch hier natürlich für Industrie, Dienstleistungssektor und den entsprechenden Composite-Index, also die Zusammenfassung beider Indikatoren. Dann haben wir um 20 Uhr am Mittwoch noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-amerikanischen Notenbank zu erwarten. Auch das ist natürlich gerade in diesen Zeiten, wo die Zinsdiskussionen immer wieder gespielt werden, von besonderem Interesse. Und Quartalszahlen kommen am Mittwoch dann zum Beispiel noch von Hochtief. Am Donnerstag haben wir um 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex im Programm. Und dann kommen noch Quartalszahlen von der Deutschen Telekom und unter anderem auch von Hewlett-Packard. Und zum Abschluss der Börsenwoche gibt es übrigens auch noch das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Das haben wir jetzt hier nicht auf der Tafel, weil es noch viel wichtiger ist, auf die aktuelle Inflationsrate im Euroraum zu schauen. Die Verbraucherpreise kommen um 11 Uhr heraus, beziehungsweise deren Veränderung. Zuletzt war die Inflationsrate im Euroraum ja zurückgegangen auf 1,3%. Mal schauen, ob sie sich da stabilisiert hat oder ob sie wieder etwas höher liegt. Wir werden es für Sie natürlich verfolgen. Wünschen Ihnen jetzt erst einmal ein schönes, geruhsames Wochenende und dann sind wir mit vollen Kräften zum Start der neuen achten Börsenwoche dieses Jahres wieder hier für Sie dabei.